Cilla, betrogen und blutend. Doch etwas Unglaubliches geschieht. Ihr ist es nicht bewusst. Doch sie ist der letzte Nachfahre von Azir, dem Imperator Shurimas. Und als ihr Blut in den brennenden Wüstensand sickert, erwacht uralte Magie. Wiederauferstehung. Erst Azirs Geist, dann sein Körper. Auferstehung aus dem Nichts. Dann sieht er Sivir, bewundert ihr Gesicht. Er sieht sich selbst in dieser Tochter Shurimas. In diesem Moment denkt er nicht an Imperien oder Rituale. Er weiß nur eins: Sie braucht Hilfe. Er muss sie zur Oase des Morgens bringen, der Mutter des Lebens. Er riecht das Wasser, riecht das Leben. Betet, dass er nicht zu spät ist. Er hätte nie gedacht, dass er, Shurimas größter Imperator, nach so langer Zeit den Aufstieg erlangen und seine Stadt wieder auferstehen lassen könnte. Er hätte nie gedacht, dass, wenn er Sivir retten könnte, Azir sie alle retten kann.